Stadthalle in Wilhelmshaven hier hinter mir ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Gleich tritt hier Bundeskanzlerin Angela Merkel auf, zusammen mit Niedersachsens Ministerpräsident David McAllister. Und CDU-TV hat direkt vor dem Auftritt der beiden mit dem niedersächsischen Ministerpräsidenten gesprochen. Herr Ministerpräsident, Angela Merkel ist nach Wilhelmshaven gekommen. Wie wichtig ist die Unterstützung aus Berlin im Wahlkampf? Es sind noch 16 Tage und der Rest von heute bis zur Wahl. Und wir sind in Niedersachsen als CDU unheimlich gut drauf. Die Meinungsumfragen sehen uns klar vor der SPD, mit deutlichem Abstand sogar. Und wir sind fest entschlossen, am 20. Januar es zu packen. Wir freuen uns über die Unterstützung aus Berlin, insbesondere von Angela Merkel. Sie wird ja insgesamt 7-mal in Niedersachsen auftreten. Ich freue mich drauf. Sie ist eine großartige Bundeskanzlerin. Wir arbeiten gut und vertrauensvoll zusammen und wir wollen das hier gemeinsam reißen. Sie berichten ja im Bundesvorstand über den niedersächsischen Wahlkampf. Wie haben Sie den Verlauf bis jetzt wahrgenommen? Bis zum Jahreswechsel war die erste Phase des Wahlkampfs. Die eigentlich heiße Phase, die beginnt jetzt Anfang Januar. Es werden am Ende 14 ganz intensive Tage werden. Und das passt auch insofern gut. Nach der jüngsten Umfrage des Norddeutschen Rundfunks sind über 40% der Niedersachsen noch unentschlossen. Das heißt, sie haben sich noch nicht entschieden, ob sie zur Wahl gehen und wenn ja, wen oder was sie wählen. Es kommt also darauf an, in den letzten Tagen die eigenen Anhänger zu motivieren, tatsächlich am 20. Januar hinzugehen. Und da verspreche ich den Niedersachsen noch einiges. Meck dreht den Turbo jetzt auf. Letzte Frage. Die letzten 2 Wochen Wahlkampf, die wären anstrengend, die wären stressig, die wären intensiv. Lebt man als Politiker für solche Momente oder ist das eine Bürde? Wahlkampf ist die schönste Jahreszeit, so hat es unser früherer Landesvorsitzender Wilfried Hasselmann immer gesagt. Ich freue mich auf den Wahlkampf, ich freue mich auf die Veranstaltungen, ich freue mich auf viele Gespräche mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern und ich freue mich auch auf die Auseinandersetzung mit dem politischen Mitbewerber. Ich stehe für einen inhaltlich engagierten Wahlkampf, der aber menschlich im Umgang fair bleibt. Und ich hoffe, dass die anderen Mitbewerber das genauso sehen.